Ob auf Netflix, im TV oder im Kino, in fast jedem Film und in fast jeder Serie gibt es sie, die Liebesgeschichte. Und je nach Genre geht es da auch manchmal ganz schön heiß her. Da fragt man sich doch, machen die Darstellerinnen und Darsteller das, was man da sieht, eigentlich wirklich? Um diese Frage zu beantworten, habe ich mir heute mal digital eine Expertin hier ins Studio eingeladen. Bevor wir so richtig loslegen, natürlich die große Frage: Wer kann uns bei diesem Thema weiterhelfen? Siri, stell dich doch mal kurz vor. Hallo, ich bin Siri Wienbusch, ich bin 24 Jahre alt und ich habe gerade an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf in Potsdam mein Schauspielstudium abgeschlossen und bin jetzt Schauspielerin. Siri, du bist also jetzt frisch gebackene Schauspielerin und du kannst uns bestimmt folgende Frage beantworten. Lernt man sowas wie Knutschen, Kuscheln oder noch intimere Szenen eigentlich, bevor man das dann wirklich vor der Kamera spielen muss? Also ich hatte an meiner Universität, an der ich studiert habe, das Glück, dass es ein Seminar zu genau diesem Thema gibt. Und zwar nennt sich das bei uns das Liebesszenenseminar. Und da geht es eben um intime Szenen, Liebesszenen, Sexszenen. Und da lernt man innerhalb von einer Woche das so ein bisschen näher kennen, kann sich ausprobieren, die Regie kann schauen, wie man mit solchen Szenen umgeht, wie man da mit den Schauspielern spricht und arbeitet. Montage und Kamera können gucken, wie man sowas eben am besten inszeniert, vielleicht auch mit Licht- und Kameraperspektive. Und die SchauspielerInnen lernen, bevor sie dann ins tatsächliche Berufsleben zu starten, in einem sicheren Rahmen mit ihren Kommilitonen das mal auszuprobieren und lernen sich da drin wohlzufühlen, sodass man dann nicht ins kalte Wasser geworfen wird, wenn man dann später auf den Arbeitsmarkt geht und dann am Set steht und auf einmal eine fremde Person küssen muss oder vielleicht sogar noch intimere Dinge mit dieser Person machen muss. Und ich weiß aber nicht, ob das üblich ist. Ich glaube nicht, dass jede Universität dieses Privileg hat, so ein Seminar haben zu dürfen. Also das klingt auf jeden Fall so, als wäre es ziemlich hilfreich, das vorher zu üben. Aber wie gesagt, leider ist es nicht bei allen Schauspielausbildungen so. Nächste Frage ist natürlich das Thema Kussszenen. Man kommt eigentlich in keinem Film, in keiner Serie drumherum und mal sieht man ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Muss man sich da eigentlich wirklich küssen? Also meines Wissens nach sind die meisten Kussszenen, die man so auf der Leinwand oder im Fernsehen sieht, echt. Ich habe persönlich noch keine gedreht, die nicht echt war, also wo ich nicht tatsächlich jemanden küssen musste. Ich meine mal auch schon gehört zu haben, dass wenn sich das kameraperspektivisch ergibt und man wirklich die andere Person nicht küssen möchte, dass es Wege gibt, dass man zum Beispiel die Person nur hierhin küsst und nicht auf den Mund. Da aber sowas wie eine Kussszene in den meisten Filmen in irgendeiner Art und Weise vorkommt, gehört es zum Beruf des Schauspielers sozusagen dazu und man muss sich wahrscheinlich darauf einstellen, dass man früher oder später so eine Kussszene haben wird. Okay, also jemanden küssen ist ja die eine Sache, aber gerade in vielen Netflix-Serien, wo wir auch ziemlich junge Schauspielerinnen und Schauspieler haben, da wird es noch viel intimer. Müssen die denn dann auch vor der Kamera wirklich miteinander schlafen? Also im Gegensatz zu den Kussszenen ist es bei Sexszenen eigentlich sehr, 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 sehr unüblich, dass die SpielerInnen wirklich Sex vor der Kamera haben. Ich sag mal, im TV und im Kino ist es sehr unwahrscheinlich. Es gibt da ein paar Tricks, wenn man tatsächlich Geschlechtsteile sehen soll, zum Beispiel, dass man Imitate anfertigt von den Geschlechtsteilen, die dann sozusagen über das eigentliche Geschlechtsteil vom Spieler oder von der Spielerin drüber gelegt werden, sodass es aussieht, als gehöre das irgendwie zu diesem Körper. Und dann muss man auf jeden Fall nicht in Berührung mit dem Geschlechtsteil seines Spielpartners kommen oder seiner Spielpartnerin. Ansonsten passiert es tatsächlich auch, dass man PornodarstellerInnen auch manchmal engagiert und die dann eben die Close-ups oder die wirklich harten Szenen für die SchauspielerInnen übernehmen. Das hört sich auf jeden Fall nach ziemlich viel Körperkontakt an. Das ist ja nicht jedem angenehm. Gibt es denn dann jemanden am Set, der sich darum kümmert, dass es allen Beteiligten damit gut geht und dass sie sich wohlfühlen und zum Beispiel nichts machen, was sie eigentlich gar nicht machen wollen? Ja, es gibt tatsächlich Menschen, die sich darum kümmern, dass es den SchauspielerInnen am Set und mit ihren Szenen und ihren Partnern gut geht. Und die nennen sich Intimitätskoordinatoren. Die gibt es noch gar nicht so lange.
Und ich glaube, es gibt auch noch gar nicht so viele, aber man hat auf jeden Fall mittlerweile immer mehr die Möglichkeit, sich da jemanden mit ans Set zu holen, der da mit einem spricht und die Szenen durchgeht und abklärt, was okay ist und was nicht und wie man gewisse Ängste vielleicht überwinden kann und an gewisse Szenen so rangehen kann, dass man sich fallen lassen kann und dann beim Dreh nicht mehr darüber nachdenken muss, dass man jetzt Respekt oder Angst vor was hat, sondern sich wirklich auf die Rolle und die Szene einlassen kann. Wenn man jetzt bei so einem Film oder einer Serie so richtig mit dem Liebespaar mitfiebert und dann kommt endlich diese intime Sexszene, das sieht meistens total romantisch oder leidenschaftlich aus. Und da fragt man sich ja irgendwie, ist die Stimmung am Set dann eigentlich auch so? Also romantisch sind solche Szenen meiner Meinung nach eigentlich nie am Set, weil da so viel mit reinspielt, was einfach die Stimmung überhaupt nicht romantisch macht. Ich habe sogar mal für einen Werbespot meinen damaligen Freund vor der Kamera geküsst und nicht mal das war romantisch. Und das ist ja jemand, mit dem ich eine romantische Beziehung eigentlich hatte. Normalerweise, wenn man eine sehr intime Szene dreht, ist nicht das ganze Team anwesend, sondern man beschränkt sich auf die notwendigsten Personen, die man jetzt gerade für die Szene wirklich braucht. Aber wenn das ein riesen Filmprojekt ist, dann sind das trotzdem immer noch sehr viele Menschen. Und schon allein, dass da so viele zugucken, nimmt sehr die Romantik raus und dann, dass es auch meistens heißt, Action los und dann geht's ab. Und man kann natürlich sehr, sehr schöne Kussszenen haben und sehr, sehr schreckliche Kussszenen, je nachdem, wie die beiden SchauspielerInnen auch miteinander funktionieren. Aber dadurch auch, dass man das dann oft wiederholt meistens, weil es natürlich nicht gleich auf Anhieb klappt und die Stimmung schon eine Arbeitsstimmung auch ist, habe ich persönlich es jetzt noch nie erlebt, dass es wirklich, wirklich romantisch wurde. Krass, da wird also eine Stimmung erzeugt, die nur bei uns als Zuschauer so ankommt. Ziemlich spannend, oder? Übrigens sind viele intime Szenen eine Art Choreografie, die man vorher ganz genau übt. Während das bei uns als Zuschauer also total romantisch aussieht, haben viele Schauspielerinnen oder auch Schauspieler währenddessen im Kopf, wo packe ich meinen Arm als nächstes hin, wo küsse ich als nächstes hin, wo fasse ich als nächstes hin. Und es kommt eben nur bei uns so romantisch an. So geht man auf Nummer sicher, dass auch am Set nichts passiert, was jemand der Beteiligten nicht möchte. So kann man es übrigens auch im echten Leben machen. Auch wenn man vorher nicht alles probt, ist es immer gut zu sagen, das finde ich okay und das möchte ich lieber nicht machen. Wie ist es eigentlich, was das Drehbuch angeht? Weiß man als Darstellerin oder als Darsteller vorher ganz genau, was man machen muss, auch wenn es um intime Szenen geht? Und was passiert, wenn man vielleicht zwischendrin merkt, ich kann mir das doch nicht so richtig vorstellen, ich möchte es doch nicht machen? Also ich sag mal so, wenn es ein professioneller Dreh ist, dann sollte es eigentlich selbstverständlich sein, dass man alle Beteiligten vorher informiert, was für Szenen da gedreht werden und wie viel Haut da gezeigt wird, wie intim das wird und dass man dann definitiv selbst entscheiden kann, ob man das machen möchte oder nicht. Da kann ich als DarstellerIn sagen, sorry, das ist mir zu krass, das möchte ich nicht drehen. Nur wie dann weiter verfahren wird, hängt von der Regie und von der Produktion ab, würde ich mal sagen. Ob die dann sagen, okay, aber du bist uns als Darsteller oder Darstellerin so wichtig, dann finden wir da eine Lösung, gucken, dass wir irgendwie drum rumkommen. Und es kann natürlich aber auch sein, dass du sagst, nee, ich möchte das so nicht machen und dann sagt die Regie oder die Produktion, ja gut, das ist dein gutes Recht, das nicht machen zu wollen, aber dann besetzen wir halt jemand anders. Also das kann natürlich auch passieren. Ich finde es aber wichtig dazu zu sagen, dass hier bei einem Filmdreh genau das Gleiche gilt, was auch im echten Leben gilt für Sexual Consent. Mach nichts, was du nicht willst. Also auch das lässt sich ja perfekt aufs echte Leben auch ohne Kameras übertragen. Es ist immer völlig okay, Nein zu sagen, wenn man was nicht möchte. Ja, herzlichen Dank, liebe Siri, dass du uns so viele Einblicke in diese spannende Welt gegeben hast. Da sind wir doch jetzt alle mal ein ganzes Stückchen schlauer geworden. Und wenn euch solche Medienthemen generell interessieren, dann gerne hier mal den Kanal abonnieren.